Guten Morgen aus Südafrika. Oh, ich sehe gerade, ich sehe noch leicht verpennt aus. Das liegt aber auch an der Uhrzeit, weil wir haben jetzt gerade 6:30 Uhr, und ich bin seit 5:30 Uhr wach. Ich habe hier hinten in dieser Hütte geschlafen und ich bin hier auf der Pure Nature Family Lodge beim Olaf Heidke auf der Farm. Und hinter mir, da hinten, da seht ihr den Addo Elephant Park. Genau. Und da gehen wir jetzt rein, der Olaf und ich. Also machen so eine kleine Halbtagestour, so eine Safari. Und ja, hoffen, dass wir ein paar Löwen sehen, Elefanten sehen. Und ich will mal was Neues ausprobieren. Ich habe hier meine GoPro, guck mal. Meine GoPro auf dem elektrischen Auto drauf. Wir werden natürlich vorher fragen, ob das erlaubt ist, falls mal ein Elefant kommt oder ein Löwe kommt, ob wir dann mit diesem Auto ein paar Aufnahmen machen können. Wäre ziemlich cool. Ja, also das ist mein Auto. Und jetzt geht's gleich los. Ich hole den Olaf vorne ab. Der Olaf wohnt ungefähr 3 Gehminuten von hier entfernt. Und dann fahren wir 30 Minuten zum Haupteingang des Addo Elephant Park. So, und bis dahin bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr wach. Also, los geht's. So, und gerade kleine Überraschung am Morgen. Bin hier gerade den Weg runtergefahren und plötzlich, hinten sieht man sie vielleicht gerade noch. Genau. Läuft mir eine Giraffe hier über den Weg. Cool, also hier beim Olaf auf dem Grundstück. Wahnsinn. Mit der habe ich das gar nicht gerechnet. Er weiß, der guckt alles an. So, Olaf ist mittlerweile auch da. Gerade aufgestanden, guten Gerade Morgen. guten Morgen, Samuel ist da. Samuel ist der Kameramann vom Olaf, oder? Ja. Genau. Und ja, jetzt geht's mal los rüber in den Addo. Bin gespannt, was wir sehen. Hoffentlich viel. Hoffentlich steht. Ich gehe stark davon aus bei der Uhrzeit. So, jetzt sind wir hier im Addo Elephant Park drin. Das heißt, wir sind jetzt hier an der Rezeption. Hier hole ich euch jetzt die Eintrittskarten. Vorne am Eingang wurde nochmal Temperatur gemessen und Name und Nummernschild aufgeschrieben. Und ja, hier ist dann der offizielle Teil. Hier müsst ihr dann die Tickets kaufen und könnt dann direkt weiterfahren. Und hier gibt es sogar noch ein Restaurant, glaube ich, oder? Genau. Ja. Hier gibt es ein Restaurant und Souvenirshop und das ist richtig klasse. Ja, ja, genau. Ich war schon mal hier essen. Es war schon echt lecker hier. So, und ein Stück weiter sind schon die ersten Elefanten, hoffentlich. So, und wir haben jetzt auch gerade direkt hier an der Rezeption unseren Guide Hallo. Eingesammelt, der uns jetzt mal zeigt, wo hier die Löwen sind. And you can show us the lions here in the park. You might, if you're lucky enough, but that's the plan to show you the lions as well. Okay, und los geht's. So, jetzt haben wir unsere Permits geholt, sind an der Rezeption gewesen, dann sind wir an einem zweiten Checkpoint gewesen, da wurde nochmal alles kontrolliert. So, und das ist auch ein Riesenvorteil, wenn man einen Guide dabei hat. Er fährt. Er fährt unser Auto und er zeigt uns jetzt, hat auch vorne schon gefragt, wo denn die Löwen sind. Und ja, wir hoffen, dass wir sie jetzt sehen. Und are you know where the lines are now? Nobody knows. Nobody knows. You have to follow our heart. If you are lucky, maybe you will see them. Ja. But that's the plan, to try to find them. Ja. Also klar, wir sind hier im Addo Elephant Park. Elefanten werden wir hundertprozentig sehen. Gehe ich stark davon aus, oder Olaf? Ja, hundertprozentig. Ja. Also wir haben ja gestern vom Olaf schon seinem Grundstück einen Elefant gesehen aus der Ferne, in der Ferne. Und es war auch schon ein Highlight. Allein hinten die Staubwolken da. Jetzt sind zwei Elefanten gewesen, die ein bisschen gestritten haben. Genau, gesagt. Die haben gekämpft. Die haben gekämpft, genau. Und das ist schon sehr, sehr cool. Und jetzt, also nicht, dass sie kämpfen, aber das, was sie gesehen hat. So, und jetzt, ja. Er hat gerade schon gesagt, es kann jederzeit passieren, dass hier gleich ein Elefant um die Ecke läuft oder auch ein Löwe. Which kind of animals do you have here? We have the big seven. Big seven, and now we are in land, so we have the big five. What's the big five? Elephant, buffalo, rhino, leopard, and which one? Lion. Lion. Yeah. And the big seven are the great white shark? Great white shark in the southern right whale. Yeah. So have you ever seen them? I have been there, that was only once, that's on the other side, I have to go and have a look. But water is not my thing, so I prefer being inland.
So, wir sind jetzt gerade hier in einem kleinen Camp drin, weil wir Elefanten gesehen haben und die kann man irgendwie reinlaufen. What is the name of this camp? Spearbomb-Dedded Camp. Okay. Hier ist ein Schakal. Auch sehr cool. Also hier sind Bretter und man kann hier Tiere beobachten. Ich mach mal die große Kamera an. Wie ich euch ja gerade schon gesagt habe, man hat hier einen riesigen Zaun mit Löchern drin und kann hier das Wasserloch beobachten, da wo jetzt der Schakal wieder wegläuft. Und da hinten, Achtung, der läuft weg, weil Elefanten kommen. Elefantenbaby. Guck mal. Olaf Sauer fotografieren. Guck mal, wie cool. So, wieder die Großkamera. Hey Samuel, was hast du gerade für einen Käfer hier aufgehoben? Tok-Toki, das nennt man die in Südafrika. Okay, und was machen die? Die reden miteinander, weil wenn sie auf dem Boden, mit dem Boden. Zeig mal. Damit hauen die auf den Boden und so sprechen die miteinander. Okay, und die sollen dann, ich habe überall Schilder hier. Also muss man schon aufpassen, dass man, genau, dass man da drüber fährt. Und die größeren auch, das sind so Riesen-Beetles. Okay. Die sollen auch nicht überfahren, weil da gibt es nicht viele von. Ja, also man muss auf die Käfer hier aufpassen. Aber nochmal ganz kurz, wir sind hier in diesem Camp drin. Das Camp ist umzäunt. Das heißt, wir laufen jetzt hier gerade zwar durch Dickicht, aber ja, hier ist man sicher, hier kommt kein anderes wildes Tier rein. Und man hat hier diesen genialen Zaun, wo die Löcher drin sind und man hat direkt einen Blick aufs Wasserloch und kann richtig coole Aufnahmen machen. Auch sehr nah an den Tieren dran. Also wie ihr gesehen habt, wir haben bis jetzt Büffel gesehen, wir haben jetzt hier Elefanten gesehen, wir haben jetzt zwei Schakale gesehen. Das ist schon sehr, sehr cool. Und ja, mal gucken, was wir noch so sehen. Ich hoffe natürlich auch die Löwen. Ach, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Es gibt nur 6 Löwen hier im Park. Und der Guide hat uns vorhin was erzählt. Da war ich ein bisschen drüber erstaunt. Ja? Was meint ihr denn, wie lange ein Löwe oder eine Löwin schwanger ist? 3 Monate nur. 3 Monate ist die Schwangerschaft von einem Löwen. Das ist schon ziemlich kurz, aber doch den einfachen Grund, weil die Löwen müssen ja auch wieder jagen und essen. Und wenn das jetzt 10 Monate gehen wird, so eine Schwangerschaft, ist das schon ein bisschen problematisch. Ja? Dann kann man nicht mehr richtig jagen und nicht mehr, und ist halt mehr so mobil. Ja? Wir kennen es ja alle auch von Menschen. So, und hier seht ihr auch nochmal den Zaun. Also wie gesagt, guck, hier ist das Tor. Es ist alles sicher hier drin. Und ihr habt hier sogar eine Treppe, wo der Samuel draufsteht. Und habt nochmal eine schöne Aussicht. Was sieht man von oben? Nicht viel. Nicht viel? Und ich sag gerade noch eine schöne Aussicht. Ach doch, ja, ist doch eine schöne Aussicht. Ja, man kann schon ein bisschen gucken, gell? Die Elefanten sind da weiter hinten noch. Genau. Und hier ist auch Strom drauf, also so ein Camp kann man hier drin auch besuchen. So, jetzt wird's interessant, wir sind gerade an einem Wasserloch und da sind jede Menge Elefanten und jetzt kommen jede Menge Büffel. Und bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier endet. Es sind auch kleine Kälber dabei, also von den Buffalos, von den Büffeln, aber auch Babyelefanten. Ja, die Elefanten gehen ein bisschen zurück, also sie haben schon Respekt vor den Büffeln, ja. Das sind ganz, ganz viele Büffel. Ja. Ja.
Wow. Ja, da hat keine Lust mehr jetzt. Ein Highlight. Jetzt laufen wir hier oder fahren hier die Straße lang. Laufen wäre schlimm gewesen, aber wir fahren hier die Straße lang und plötzlich steht da eine Hyäne. Wir fahren ein Stück weiter und eine Riesenherde Elefanten und noch eine Riesenherde Büffel. Wow, das war eben gerade echt gigantisch. Das war der Oberhammer, weil das habe ich auch noch nicht gesehen. Das war unglaublich, dass die Elefanten das am Wasserloch waren, die Büffel kamen und die haben die Elefanten verscheucht. Das war unglaublich. Ja. Absolut. Also richtig krass, auch das mit der Hyäne. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Hyäne gesehen habe, in freier Natur. Wahnsinn. Du auch, Olaf? Hyäne? Ja. Ich habe noch nie eine Hyäne gesehen im Nationalpark. Das war das erste Mal, das war unglaublich. Ja, super schön. Habt ihr gesehen, wie Nadia ans Auto kam gerade? Wow. Hast du gedacht, du springst rein? Ja, ich hatte ein bisschen Respekt davor gerade. Also war schon nicht ohne. Ja. Und auch der Elefant. Die Elefanten wurden nervös, als die Büffel kamen. Ach, toll. Ich musste auch ab und zu mal die Kamera weglegen und einfach mal so hingucken, weil das muss man einfach mal genießen. So, und jetzt, Simni, where are the lions? They must look for us. Okay, aber es läuft gerade gut, wir haben viel Glück und ich gehe auch davon aus, dass wir heute... Oh, da kommt ein Elefant. Oh, da kommt ein Elefant, genau. Also Simni spricht auch ein bisschen Deutsch sogar. I know. So, can I tell the people that you are a German guy? Ah, no. Ja, okay. Ja, aber er kann ein paar Wörter Deutsch. Genau, und da oben, ja, wollte ich gerade aufs Video beenden, aber guck mal, man sieht es vielleicht, mal reinzoomen. So, genau, da läuft ein Elefant. Sieht auch schön aus, wie der oben steht. When he's alone, we just know he's a man, okay? No woman, no cry. No woman, no cry, genau. Yeah. Cool. And, also, was der Simni auch gerade gesagt hat, nur die männlichen Elefanten haben Stoßzähne. Die weiblichen Elefanten haben keine Stoßzähne. Schon richtig verstanden? Genau. Genau, ja. Auch sehr cool. Also, es läuft gut. Hoffe, wir sehen heute noch Löwen. Aber wird schwer. Es sind, wie gesagt, es sind 6 Stück hier. Im Ado Elephant Park und der Park ist ja riesig. Aber wie gesagt, wir haben eine Glückssträhne und vielleicht haben wir ja Glück. Ja, jetzt haben wir unseren Löwen auch noch gefunden. Zwar ein bisschen weiter entfernt, aber wir haben ihn unter dem Baum liegen sehen. Simni, thank you very much. Wir waren jetzt 5 Stunden hier mit dem Guide drin. Ich denke, Olaf hat schon gesagt, eines der besten Game Drives oder der beste Game Drive, den er hier hatte. Absolut, das war heute echt top. Das war klasse. Wir haben die Hyänen gesehen, wir haben einen Fuchs gesehen. Ja, stimmt, den haben wir auch noch gesehen. Elefanten gesehen und mal so ein Büffel am Wasserloch. Das war echt gut. Ja. Der Simni macht einen super Job. Genau. Und vor allem der Mehrwert ist gewesen, der Fuchs zum Beispiel ist über die Straße gerannt. Ich wäre jetzt normalerweise weitergefahren. Er hat gehalten und oder hat nochmal gedreht und hat genau gewusst, okay, da kommt gleich schon was nach. Also er hat die Erfahrung gehabt und das war heute auf jeden Fall ein riesen Plus für uns. Ja. Also ich kann Simni echt nur empfehlen. Macht die Tour mit ihm, fahrt in den Nationalpark, er kostet relativ wenig Geld
Und es lohnt sich auf alle Fälle. Ihr seht die Tiere nicht, aber er weiß, wo er sie finden kann. Ja, und vor allem war meine große Bitte heute, einen Löwen zu finden. Oder unsere große Bitte. Und im Endeffekt haben wir es geschafft. Ja. Wir haben einen gesehen. Ja, wir haben einen Löwen gesehen. Richtig stark. So. Thank you so much. No, thank you so very much. Das war's von mir hier aus dem Ado Elfen Park hier in Südafrika. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da. Abonniert den Besser Urlauben Kanal und schaut doch auch mal beim Olaf auf dem YouTube-Kanal vorbei. Der Olaf bringt auch immer wieder lustige und coole Videos hier direkt von seiner Farm, direkt am Ado Elfen Park. Den Link oder beziehungsweise den Namen des Kanals blende ich mal hier unten ein. Und ja, lasst einen Daumen hoch da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke.